Vielleicht ist dir aufgefallen, dass es auf diesem Kanal sehr viele Meditationen gibt. Und ich möchte heute einfach in diesem Video mal sagen, wie ich zum Meditieren gekommen bin, warum ich überhaupt mit Meditation angefangen habe. Und vielleicht findest du dich ja selber gerade an so einem Punkt, wo das für dich wichtig ist. Ich habe vor circa 27, 28 Jahren circa mit dem Meditieren begonnen. Und es war mir damals wichtig, eine Sicherheit in mir zu finden. Und zwar, kannst du dir das so vorstellen, ich war sehr jung, in einer relativ hohen Position. Also ich war Theaterleiter im Kino, ich hatte bis zu 50 Leute unter mir und war damals noch 21, 22 Jahre alt, sowas. Und ich fühlte mich in keiner Weise irgendwie bereit für diesen Job, aber ich habe ihn halt bekommen. Ja, ich hatte also Verantwortung für ein Haus, für ein Kino, für Mitarbeiter und ich war da unter irrsinnigem Druck und ich war auch sicher mit sehr vielem überfordert. Aber es war mir wichtig, irgendwann einmal zu sagen, was ist eigentlich jetzt mein Ziel? Dass ich bin so jung, ich bin so hoch oben, wo will ich denn eigentlich hin? Was will ich denn eigentlich mit meinem Leben machen? Natürlich könnte ich diesen Job bis an mein Lebensende weitermachen, aber ist es das, was mich erfüllt? Und so begann ich eigentlich zu suchen. Und ich fand im Außen die Antworten nicht. Denn ehrlich gesagt, ich war an dem Ort, wo ich mich damals am wohlsten gefühlt habe. Ich war mitten im Kino. Das war der Ort, wo ich die positivsten Erinnerungen gesammelt habe. Also mit meiner Großmutter E.T. zum Beispiel im Kino sehen, die Disney-Klassiker, Aristocats und so weiter. Das war ein Ort, der irrsinnig positiv für mich besetzt war, Kino. Wo ich mich sehr wohl gefühlt hatte. Und ich bin auch immer noch der Meinung, man sollte sich, wenn man arbeitet, schon auch einen Ort suchen, unabhängig jetzt vom Gehalt, einen Ort suchen, wo man sich hundertprozentig wohlfühlt. Und ich begann also mit der Meditation dann von einem Standpunkt aus, von einem Ort aus, wo ich mir nicht mehr sicher war, ist das alles passend und warum geht manches so leicht und was soll ich denn jetzt machen? Ich hatte den Wunsch, als Teenager, als Kind, als Jugendlicher, eigentlich mal ein eigenes Kino haben wäre cool. Und jetzt hatte ich mit 21, 22 im Prinzip mein eigenes Kino. Ja, also es gab natürlich schon noch die Besitzer, die Betreiber des Kinos über mir, aber im Prinzip konnte ich machen, was ich wollte. Und das war einer der großen Träume. Und dann musste ich mich ausrichten und etwas finden, wo ich sage, okay, wie geht es jetzt weiter für mich? Wie läuft mein Leben jetzt weiter? Und in dieser Phase, denke ich, fing ich an, mich für diese energetischen Wirklichkeiten zu beschäftigen, also mich mit den energetischen Wirklichkeiten zu beschäftigen. Ich begann mit Büchern des positiven Denkens, wo ich dann drauf kam, Moment, das mache ich ja eigentlich alles. Und also die meisten Techniken, die habe ich unbewusst schon gemacht, schon als 11-Jähriger, 12-Jähriger habe ich mir immer vorgestellt, okay, positiv visualisiert, ein Gefühl dafür bekommen. Das heißt, ich habe da irrsinnig mich schon konditioniert, in diese Richtung zu gehen. Und so kam ich also drauf, diese Techniken funktionieren offensichtlich. Und dann wollte ich wissen, warum funktionieren diese Techniken. Und so kam ich immer weiter, immer tiefer in die Materie, bis ich dann mal über Aura-Energiefeld gestolpert bin. Und dann hatte ich eine fantastische Lehrerin, wo ich über Jahre auch mich ausbilden ließ. Und ich war immer fasziniert, wie schnell die Sachen auf den Punkt bringen konnte, wie schnell die was erkannte. Und sie sagte, na gut, ich kann halt diese Aura, dieses Energiefeld sehen. Und die Techniken, die sie lehrte, funktionierten auch bei mir, wenn ich sie anwandte. Das heißt, wenn jemand Verspannungen hatte und ich arbeitete energetisch, waren die weg. Wenn jemand Kopfweh hatte, war das Kopfweh weg. Wenn jemand Verstopfung hatte, war die Verstopfung weg und so weiter. Also das heißt, die Technik an sich funktionierte, aber ich wollte auch dieses Energiefeld sehen. Und das war eigentlich mein Hauptmotivator, um zu meditieren.
in der damaligen Phase, gepaart mit dem, wo ich sagte, okay, ich habe jetzt mal langsam ein Ziel, mich fasziniert dieses Energiefeld, mich fasziniert die Lebensenergie, mich fasziniert das, was in mir wirkt, wo ich Inspirationen rausziehen kann. Und so begann ich eben mit der Meditation regelmäßig zu meditieren, jeden Abend zu meditieren, versuchte auch mal Nächte durch zu meditieren, versuchte zu fasten, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht sieht, aber ja. Und versuchte also verschiedene so unter Anführungszeichen spirituelle Techniken. Und das war einfach meine Motivation. Ich kam aus einer Krise raus und ich wollte das Wesentliche entdecken und erkennen. Und vielleicht bist du ja auch gerade an dem Punkt, wo du sagst, okay, ich habe Veränderungen in meinem Leben. Ich hinterfrage vielleicht Beziehungen, Themen aus dem Familiensystem. Ich hinterfrage meinen persönlichen Weg. Dann kann ich dich nur dazu einladen, in die Stille zu gehen. Und in die Stille gehen ist eine Übung. Das ist auch eine Frage, die ich immer wieder kriege von Klienten, ist einfach so dieses, ja, ich kann ja nicht meditieren. Nein, das stimmt nicht. Jeder kann meditieren, du hast es nur noch nicht genug geübt. Und es ist eine Übungsfrage. Und wenn ich mich hinsetze und dann versuche klar zu werden, dann geht das schon sehr, sehr gut. Warum? Weil ich das seit über 25 Jahren übe. Fast jeden Tag, weil ich das immer in meiner Arbeit auch brauche, diese meditative Qualität, dieses ein bisschen anders hinschauen, dieses Schauen auf Lebensenergie. Aber bleib am Ball. Und wenn du am Ball bleibst, dann kannst du das Leben kreieren, das du dir gewünscht hast, das dir entspricht. Die Beziehung kreieren, die dir entspricht, das Arbeitsumfeld kreieren, das dir entspricht. Und dann schaffst du auch diese Hindernisse zu überwinden. Du siehst, ich sitze in diesem fantastischen Wald und nehme gerade ein Video auf und spreche zu dir. Und das ist eigentlich ein Geschenk, weil es mich freut, weil ich auch sehr lange nicht sicher war, kann man darüber reden, kann ich das überhaupt öffentlich machen, was das da für Möglichkeiten gibt, auch mit der Energetik, mit dem Energiefeld, werde ich überhaupt richtig verstanden. Und ich habe ganz, ganz lange nichts gemacht. Und jetzt bin ich 20 Jahre selbstständig, seit ein paar Jahren beginne ich jetzt immer mehr so Videos zu veröffentlichen. Und ich merke einfach, doch, es ist wichtig, ich kriege super Resonanzen und ich freue mich auch, dass du dabei bist. Und ich kann dir nur ans Herz legen, meditiere. Du kannst in der Stille meditieren, du kannst dir Meditationen hier im Kanal suchen und ich lade dich einfach dazu ein, deiner inneren Stimme zu folgen. Und auch wenn du jetzt unsicher bist oder der ganzen Geschichte nicht ganz vertraust, vertrau dir selber. Lass dich nicht von außen verführen, denn ich bin jetzt keine McDonald's-Reklame, die dann sagt, ja, iss mich und dann bist du glücklich, sondern ich bin einfach jemand, der sagt, probier es aus, teste es und wenn es für dich funktioniert, dann bleib am Ball. Aber probier es zumindest einmal für dich aus. Das ist mir wichtig. Und ich freue mich natürlich, wenn ich dich auf deiner Reise ein bisschen unterstützen kann mit diesem Kanal, mit den Meditationen, die hier sind. Und nachdem ich ja jetzt wirklich schon über 20 Jahre fast täglich meditiere, kann ich dir nur sagen, es ist ein Ort, dein Inneres ist ein Ort, der sich auszahlt. Deine innere Kraft ist ein Ort, der dir unerschöpflich Trost spendet, unerschöpflich Sicherheit spendet. Und gerade in Zeiten, die so wackelig sind und unsicher wie unsere, obwohl ich hier an diesem fantastischen Ort sitze, in diesem herrlichen Wald, gerade in Zeiten wie diesen, komm bei dir selber an. Ich wünsche dir alles Gute, freue mich über einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal, falls du mal eine Einzelsitzung haben möchtest. Buche es gerne über meine Homepage und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dein Oliver Ereny. Tschüss, alles Gute.